Stuttgart, die Stadt des großen Sterns. Hier wurde nicht nur das Automobil erfunden. Hier geht es im Herbst 2010 beim Effizienzdialog der ASOE vor allem um eins: Mikro-BHKWs. Ich sehe die Mikro-KWK als große Chance, als Nachfolgetechnologie, zum Beispiel zum Brennwertkessel. Wir kommen von einem Energieversorgungsunternehmen und da ist es ganz wichtig, auch für zukünftige Techniken gerüstet zu sein. Weil das eine Möglichkeit ist, im ländlichen Raum Einfamilienhäuser zum Beispiel auch zu versorgen. Mikro-KWK ist für uns mittlerweile oder noch gar kein Begriff. Wir wollen es heute informieren. Ich finde es interessant, Strom selber herzustellen und selber zu nutzen. Auch das ist Mikro-KWK. Verschiedene Perspektiven, die gleiche Veranstaltung. Und dann geht es los. Also E-Vorstandsmitglied Paolo Conti erläutert die Vorzüge der Mikro-KWK und warum ihr Potenzial der öffentlichen Vermittlung bedarf. Ich glaube an die Mikro-KWK, weil die Ziele, die zu erreichen sind, sind sehr ehrgeizig. Die Mikro-KWK ist etwas, das einen Vorteil für das Gebäude, für den Gebäudebereich bringen kann. An die Vorteile von Mikro-KWK glaubt auch Karl Greising, der stellvertretend für Wirtschaftsminister Ernst Pfister das Grußwort hält. Die anderen Referenten gehen ins Detail der Vorteile. Dr. Thorsten Formanski, Leiter der Transferstelle für Technologie der ASOE, erklärt die Entwicklungsperspektiven. Warum Kleinkraftwerke im Verbund einfach stärker sind, erklärt Dr. Frieder Schmidt, Leiter der Konzernabteilung für Technologie und Innovation bei der MVV Energie AG. Bei den stromerzeugenden Heizungen können wir diese Vorteile der Kraft-Wärme-Kupplung nutzen. Sie sind sehr flexibel in ihrem Einsatz, sie sind speicherfähig, sie haben die Möglichkeit, den Primärenergierohstoff, der ja knapper wird und auch teurer wird, sehr effizient auszunutzen. Flexibel und effizient, das sind alle BHKWs auf der Begleitausstellung. Der E47 von EcoPower genauso wie der in Neuseeland entwickelte WhisperGen. Der Senatec DAX ebenso wie das Mikro-BHKW L412 von Kirsch Home Energy. Und wer Fragen hat, wird hier auch gern beraten. Benutzerkomfort und Leistung stehen im Vordergrund. Und wie war das noch mit der Einspeisung des Stroms ins öffentliche Netz? Helmut Kusterer erklärt, wie sein Unternehmen die Markteinführung vorbereitet. Wir sind Mitglied in einer User Group, um vier verschiedene Anlagen zu testen in Feldversuchen. Zusätzlich haben wir mit Mitarbeitern Mikro-KWK-Anlagen im Test, eben im Kellerbetrieb sozusagen. Kontrovers, aber sachlich geht es weiter. In der ASOE-Podiumsdiskussion. Wie wird und wie sollte Mikro-KWK gefördert werden? Darum geht es der Industrie. Darum geht es aber auch den großen Landtagsfraktionen. Dr. Rainer Prevo von der SPD und Ulrich Müller von der CDU erklären ihre Pläne. Es ist noch nicht so weit, dass man da jetzt wirklich schon ein Förderprogramm auflegen könnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir im Zuge unseres Erneuerbaren Wärmegesetzes die Möglichkeit des Mini- oder des Mikro-BHKWs auch dann einführen, wenn man bei einem fossilen Energieversorger bleibt. Wir wollen nicht 13% Energieeinsparung wie die Landesregierung, sondern 20% bis zum Jahr 2020. Und wir wollen dann in der Primärenergieerzeugung 20% Erneuerbare dabei haben. Förderung ist also Konsens im Südwesten. Über das Wie kann man nach der Veranstaltung diskutieren, genauso wie über technische Details und praktische Tipps. Beim ASOE-Effizienzdialog ist Raum für Meinungen und Austausch. Für Sie natürlich auch beim nächsten Mal.